Wie kommen wir da ran? Oder hochklettern? Ja. Hier. Und mit dem Ding kommen wir dann wahrscheinlich wieder raus. Mit dem Sprung. Ey! Was soll das denn jetzt? Ganz vergessen. Warum? Das Wetterbericht sagt, es regnet nicht. Wäre cool, wenn man von dem Vogel da das Ding auch aufwärts richten könnte. Oh. Wieso regnet das jetzt hier? Ansonsten. Oh, cool. Sehr Wieso? schön. Nehmen wir mit. Die Dinger finde ich witzig. Da haben wir hier oben ja alles, ne? Ich glaube schon. Nur Gestrüpp. Hier. Wo ist das Gefährt? Siehst du auf der Karte. Da sind Exhalfüße. Aber wir gehen trotzdem erstmal nach Kakariko weiter. Wo müssen wir hin? Andere Richtung. Da, wo es rot ist. Tatsächlich. Habe nur geguckt, welchen Weg ich am besten Waren wir einschlage. auf dem Baum da? Ich glaube nicht. Da sollten wir vielleicht doch mal auf. Da ist auf jeden Fall ein Stein, wie es Ja. aussieht. Aber heb den mal nicht hoch, synthetisiere den mal an der Waffe ran. Ich will mal gucken, ob der Kopf dann genauso reagiert. Wenn's, ach ne, Oh, ist doch keiner. verdammt. Das sah von unten aus wie ein Das Stein. sah echt so aus, ja. Lauf mal drumherum, vielleicht ist da eine Eichel dran oder so. Beweg dich. Sieht nicht so aus. Dober Baum. Ja, blöder Baum. Bin gespannt, ob es hier auch wieder diese. Falsche Richtung. Aber da ist ja sonst kein Weg. Diese Jigas wieder gibt, weißt dann hier lang. Ja. Gib Gas! Alter, was ist dein Problem? Brauch unbedingt ein besseres Pferd. Oh, Aha. das nehme ich mit. Dann noch eine Vogelnuss. Naja. Oh, was hängt da oben in der Luft? Inseln. Geradeaus da hinten. In. Hallo, kann ich mein Pferd nicht benutzen? Bleib doch mal stehen. Jetzt ist es hinterm Baum. Zwar meine ich Himmelsinseln. Das war ein so ein leuchtender Klotz, der da. Eine Himmelsinsel. Okay. Glaub mir doch. Nein. Der Quer fällt ein. Nützt ja nichts, wenn wir dahin wollen. Kein Bock, so einen riesen Bogen zu machen. Das sind bestimmt Heißluftballons. Da ist auf jeden Fall ein Turm, aber der ist ein bisschen weit weg, glaube ich, noch. Nicht in dem Gebiet, wo wir hin wollen. Da kommt gleich links einer, auf dich zugehört. Gib Gas, Pferd! Gas! Schneller! Noch schneller! Ich glaube, jetzt folgt er uns nicht mehr. Nein. Ich weiß nicht, warum er zu dem Pferd immer cool, cool sagt. Das weiß ich auch nicht. Da ist ein Krog oben. Gut, auf dem. Ja, stimmt. Dann nehmen wir mal das Zeitmodul und flattern darüber. Auf geht's, Peter. Danke. Wo verstecken Sie sich? Noch gehört, Da. achtung. Ich habe nichts gehört, deswegen dachte ich, die sind noch nicht aufgetaucht. Gehört hat die sich schon. Kann doch nicht arbeiten.
Geht so gut, ne? Oh, sogar getroffen. Ja, so klappt's Mann. besser. Wieso ich? Machst dich lustig über mich. Ja. Das mag ich nicht. Doch. Versuchen wir das mal. Das liegt nicht daran, dass du nicht weit genug geschossen Doch. hast. Nee. Siehst du? Oh, da ist ein Schrein da hinten. Gib mir deine Pupu. Nehmen wir mit, wa? Ja. Bin ganz wild auf Kock-Pupu. Ey. Ist ja nett von Ihnen, aber brauche ich nicht. Ach, der Vogel rastet gleich erstmal aus. Weiter geht's in die Richtung, bitte. Ich glaube, ich gehe hier voll den Umweg, aber egal. Beziehungsweise irgendwie erstmal darüber kommen. Durchs Wasser reitet er mir bestimmt nicht. Wenn es nicht zu tief ist, schon. Das ist zu tief. Oder? Nö. Läuft. Wunderbärchen. Habe ich zwar jetzt auch nicht erwartet, aber gut. Wo war der Schrein jetzt? Woanders. Doch weiter rechts, ne? Oh, guck mal. Oh, cool. Der Besowski. Stütze dich. So, da ist übrigens das Schwein. Den nochmal anquatschen. Pack mal direkt mal hier den Fels drunter. Das anpappen. Der rollt bestimmt weg. Was soll denn halt so drehen, dass er drunter passt? Nee, Amiibo habe ich nicht. Ach, zu heulen, ja. So? Ja, zum Beispiel. Hallo? Ach ja, guck mal. Kann ich gar nicht ansammeln gerade. Jetzt vielleicht. Oh, ich habe es schon mal gesehen. Ich habe einen Feuerblitz direkt zum Toaster. Weil natürlich ein Schild hier anzubringen. Das verhält mich weder Wind noch Regen ab. Ich schütze meinen Direktor, so gut es ihm geht. Okay. Aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Was? Du willst es auch mal stützen? Na gut, Achtung, ich lasse jetzt los. Toll. Hm. Was? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das hat nicht so ganz geklappt. Ne. Wir müssen das zur Seite weggehen. Ja, das ist alles in Ordnung. Ich werde wohl wieder eine Stütze sein müssen. Neuer Versuch. Ja, auch nur die Steine in der Nähe, ne? Ja, reicht doch. Diesmal an der Seite oder was? Genau da so ein und danach die andere Seite noch ein. Die halten nicht die ganzen Dinger. Der ist jetzt mittig drunter. So, sonst mal testen. Ich stell dir auch die Einstellung wieder zurück, weil ich so eine Liebe bin. Das kommt hin. Winden. Na gut. Das auch. Jetzt dürfte er eigentlich nicht zur Seite abdriften.
Auslassen. Naja. Es fällt schon mal nicht um. Jetzt gerade meinst Dann du. sabbel die nochmal an. Großartig! Geht von alleine! Obwohl ich so besoffen bin. Ganz ohne ihn zu schützen und ohne Viagra. Das ist ja genial! Wieso ist mir das nicht schon viel früher eingefallen? Ah, ja klar. Wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Komm mal los. Ich warte so und so hier ein bisschen was fest. Alles fertig! Dank seiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Cool. Ja, Mann. Außerdem musst du nach all der Arbeit auch hungrig sein. Warum kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir? Oh, 6 Herzen, noch nicht Ja, weit. nehmen wir. Jo. Das reicht. Ah ja, ich bin dir noch zu größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus einer ganz persönlichen Sammlung. Aber du hast es dir verdient. Cool. Ja, Dönerblumen kann man nehmen. Jetzt kann ich endlich auch einen Ort wieder Schilder aufstellen. Na gut, ich bin aber weg. Hat er ja sehr professionell gemacht. Ja, und ganz ohne die Steine. Ja, die braucht er ja jetzt nicht mehr. Aber mit den Steinen sah es besser aus. Fand ich. Ja. Jon Saru. Jon Sarus. Sohn Jahus oder wie auch immer. Tiefgang. Ja, das hatte gerade sehr viel Tiefgang. Bestimmt Schwimmwasser, ja. Das ist interessant. Dass ich immer da reinfalle. Ja, das Rätsel. Könnte mir vorstellen, dass es reicht, wenn du es einfach nur ganz tief unter Wasser drückst. Und dann noch, ja. Und dass es dann wegen, weil es ja so oben schwimmt, Ja. dass es dann so hoch ploppt, dass es dagegen haut. Ja, das ist viel zu weit weg. Oh, okay. Perfekt, würde ich sagen, oder? Passt. Aber es hat gut geklappt. Ja. Willst du sie mitnehmen zur Sicherheit, oder? Sehen wir gleich, sonst gehe ich wieder zurück. Boing, boing. Als hätte ich es geahnt. Ah, Gegner. Jo. Puh, ja, das ist Nehmen wir gut. mit. Bögen sind Na, gut. nach dem letzten Boss sind Bögen, die wir haben, Einschlag, geil. etwas rar. Könnt ihr auch erstmal Ist das Schwert so stark, was gucken. wir haben, oder? Ja, 17. 14. Sieb ist da unten. Ja. Gut, ne? Erstmal die 7er verballern, sonst. Da müssen wir erstmal noch was ran fusionieren. Das können wir ja machen. Auch so eine Klinge, so eine starke? Jo, das Beta-Ding, ne? Nee, Alpha dachte ich. Ne, Beta. Na, die Alpha sind doch stärker, oder nicht? Ne. Plus 3. Plus 8. Ah, und das daneben war 5, ne? Ja. Ja. Das Ding? Ja. Ah, das ist doch Beta. Ich dachte, das wäre Alpha gewesen. Jo. Ich weiß, es heißt synthetisieren, Nice. aber ganz ehrlich, fusionieren klingt einfach Ja, viel besser. besser und auch treffender. Jetzt ist es geahnt, ne? Ja. Was ist das? Oder soll das dagegen? Wahrscheinlich, aber ich glaube, mit dem Ball wäre es wahrscheinlich einfacher. Aber im Endeffekt hat es auch genau die gleiche Höhe. Höhe wie das Kannst du einmal andere. versuchen, bevor du jetzt zurückrennst. Vielleicht geht es ja genauso einfach. Irgendwie habe ich meine Zweifel. Irgendwas wird ja sein. Nee, so nicht. Sicher? Das muss ja den Auftrieb kriegen. Toller Auftrieb. Ja, aber wenn du es reinstellst, hat es gar keinen. Kannst du ja mal versuchen, aber. Bisschen mehr.
Oh, das geht ja weit runter. Funktioniert. Okay, ich habe gedacht, das wäre so flach wie das andere Wasser. Cool. Boing. Boing. Da ist schon mal das Ende. Ah. Oh, das noch mal, ne? Ja. Boing. Wenn das fertig ist, versuche ich es mal mit dem Zeitumkehrungsding. Ach so, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Der rauf da. Ja, ich hab's. Aber wahrscheinlich könnte man den Ball auch einfach unter sich da runterdrücken. Vermutlich. Dann geht's wieder aufwärts. Das ist irgendwie witzig. Das machst du vielleicht bestimmt erstmal einen großen Sprung. Gut möglich. Wenn es reicht, mal gucken. Aber sieht so aus, als würde er hochkommen. Boing Flip. Cool. Das hat doch wunderbar funktioniert. Jo. Ich glaube zwar nicht, dass es das ist, was sie wollten, aber. Nee, wahrscheinlich sollte man den Ball runterdrücken. Ja. Damit man nochmal abgeht, aber egal. Also die Schreine machen mir hier bislang sehr viel mehr Spaß als in BOTW, weil sie auch einfach sehr viel abwechslungsreicher sind. Das sieht Höhle. Aus wie eine Höhle. In Kakariko können wir auch nochmal nach einer Göttin Ausschau halten. Ja. Können wir nochmal pausen. Statue meinst du? Ja, eine Göttin ist das. Statue. Keine Höhle. Doch. Ist aber ein kleines Lager. Mit dem Schatz. Stimmt, da geht's wirklich nicht weiter rein. Jetzt wäre natürlich so ein Doppelschussbogen geil, ne? Ja. Ach so, hat beide getroffen. Dann ist er. Besser. Also noch der Blaue am Leben. Der hat halbes Leben noch. Sehr gut. Der ist nicht blau. Ach, der ist schwarz. Haben wir den nee, schon fotografiert? Nee, haben wir noch nicht. Nee. Weg mit dir. Falscher Knopf. Das ist der richtige. Autsch. Ich bin noch gehüpft. Komm auf, dann. Wir haben doch, haben wir schon. Ja, gut. Löschen. Dann haben wir bestimmt ein viel cooleres. Und weg mit dir. So geht's auch. Ach, der ist. Also der Typ, der fällt mir eigentlich ganz gut. Der. Was? Na, hier, wie heißt er? Tulip. Der Vogel. Ja. Ja, ist hilfreich, ne? Ja. Vor allem, der hat keine Ablenkzeit soweit. Wurm. Nein. Hä? Wurm. Ja, da war nichts. Hab ich eben schon gesehen. Guckst du? Gesehen ja, aber nicht geguckt. Nicht wie bei den anderen Sachen. Waren wie wir Mifas oben drauf? Gebet, ja, da kamen wir her. Wie Mifas Gebet und so, die hatten ja immer diese Achtungszeit. Ja. So, wo geht's längs? Mal gucken, ob er da runter will. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, bei dem Typen mit dem Schild, die Gesprächsauswahl, die wir genommen haben, die ließ halt nicht darauf schließen, dass er das nochmal fallen lässt. Das Schild. Und als wir so beim Essen einfach so ein bisschen von einem anderen Let's Player was geschaut haben, da hat der eine andere Gesprächsoption gewählt. Und da konnte dann nochmal das Schild fallen gelassen werden. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss man das wohl einfach irgendwie abstützen, irgendwie, sodass es stehen bleibt und dann wird da wohl irgendwas passieren, dachte ich mir. Und das ist es. Ja, der Let's Player hat es noch nicht rausgefunden, dass man das machen muss, aber ja. Wir schon. Hat funktioniert. Oh. Dann brauchen wir einen Feuerpfeil. Erstmal das Fotomodul. Haben wir schon Produkte gehört? Ich sag ja Feuerpfeil. Willst du machen? Oh. Da würde mich interessieren,
Eigentlich den. So, das brennt jetzt. Wenn ich jetzt einfach so ein Teil hier in die Hand nehme und ihm hinhalte. Okay. Haha, cool. Das war es mir wert. Ich wollte es halt einfach nur testen. Auf seine Waffe. So, was haben wir denn noch so? Datenschwert, Angriffe schneller aufgeladen. Ja, beim Einhänder ist das nicht sinnvoll. Nee. Nutzen wir halt nicht. Weg, oder? Ja. Auf den Boden. Das ist auch gut für das Ding, okay. Es gibt so viel in dem Spiel, was man ausprobieren kann. Das ist einfach cool. Verzeihung. Rechts war noch ein ziemlich dicker Baumstamm. Der da. Der wirkt verdächtig, oder? Vielleicht. Der vorhin war ja auch verdächtig und da war nichts. Schauen wir nach. Ein extra Halfbuß auf der Brücke. Nothing. Schon wieder nix. Ich kann mit der Fallmotorik hier nicht so gut. Mit der Einstellung. Trottel, wieso hast du dich bewegt? Oh, Alter! Hast du Luft gewischt? Das hat voll Schaden gemacht. Ja. Ist 1, 2, 3, 4, 5, 1,5. Alter, willst du mich verarschen? Wer auf ihn zuläuft, dann am besten in dem Bogen, nicht direkt. Sonst trifft er ja direkt. Ist er. Kannst vom Glück reden, dass der keine Elektro-Pfeile hat. Er, okay. Willst du seinen Bogen nicht? Da war ein Kopf, glaube ich, auch sogar. Wo ist er denn? Da rechts, vor der Brücke. Da. Da. Weil wir müssen ja wieder aufstocken. Ach da, cool. Das ist so, ohne den Exalfuß hätten wir den Kock gar nicht gefunden. Ja. Jetzt habe ich das schon wieder nicht getestet mit dem Fusionieren. Und ja, ich weiß, es heißt Exalfoss, aber ich finde Exalfuß lustiger. Komm mal ran. Schneller! Das war gelb. Irgendwas, was du dir zur Hilfe markiert hast, oder? Nee, das ist gelb. Das ist also das hier. Ja. Ich glaube, das war für die Richtung, oder? Das ist ein Totenkopfschädel. Kann, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Lass es mal lieber. Ja. Man müsste noch vom Pferd aus einsammeln können. Das wäre gut. Wo müssen wir denn? Das ist die... Darüber. Irgendwie sieht das hier anders aus, oder? Viele Brücken, ne? Auch. Bist du behindert? Lauf! Fahr weiter. Los! Erster Gang. Ab. Gas! Du wieder so ein Schwarzer, oder? Möglich. Ernsthaft? Wo sind überall diese Brücken hier, oder was? Du musst auf jeden Fall nochmal über den Fluss. Sterben hier. Wieso habe ich eigentlich eine Einhandwaffe? Das ist eine Zweihandwaffe. Sag ich doch. Das ist aber auch. Nö. Doch. Lissa! Jetzt mach mal. Oh, Alter. Ich bin mir alle auf den Sack. Stirb! Tulip, mach doch mal was! Ja, echt mal. Der steht da nur. Neben rum. Oh, ein Auto auf Hilfe. Das könnte eine vergammelte Sora-Lanze gewesen sein, was er da hatte. Danke. Ach, jetzt. Hat er sich mal bequemt, ja? Ich hasse es, wenn Kartenabschnitte nicht aufgedeckt sind. Die hatten wir auf jeden Fall noch nicht, die Lanze. Kannst gleich ein Bild von machen. Wo war die denn da? Ja. Sora-Lanze, ja.
Zerfressen halt. Ich kam nicht auf zerfressen. Bei Nässe erhöht sich die Angriffskraft. Die sollten wir dann wohl mitnehmen. Stattdessen? Was ist das für eine Zehnerwaffe? Das Ding? Steckt ja. Okay, nee, den behalten wir. Das war jetzt ein Einhänder hier. Breitschwert. Zwei Hände meine ich. Zweihänder ist 14 schon recht schwach, ne? Ja. Also müssen wir jetzt wieder darüber, ne? Mit dem Pferd. Du siehst ja, wo der rote Punkt ist. Ja, der ist da. Ja, und da wollen wir hin. Aber hier hinten komme ich ja nicht weiter. Wie hier hinten. Hier ist der Fluss alles. Ja, aber du siehst ja, dass diese Brücke, wo du jetzt drauf zuguckst, Ja. nach rechts führt. Die sieht da. Oder was? Die, wo das Konstrukt da hinten drauf ist. Aber die ist doch kaputt. Wo das Konstrukt drauf ist. Da, wo du jetzt drauf bist, ist kein Konstrukt. Das heißt, ich muss so da längs oder was? Vorausgesetzt, du willst mit dem Pferd weiter, ja. Ja. Da ist eine Truhe auf dem Wasser, oder? Aber wir kommen wieder ran. Und ich glaube, oben auf dem Stein vor dir war auch eine Truhe. Bei dem Konstrukt, aber da reiten wir gleich sowieso nochmal dran vorbei. Pferd, Alter. Dreh ab. Los. Hier rüber, bitte. Epona bei Twilight Princess ließ sich besser handeln, Oh ne? ja. Yes. Jetzt über die rechte Brücke, ne? Ja. Bin so orientierungslos hier. Und das. Den Ist das hatten der wir ja. Schrein, den wir haben? Siehst du Okay. auf der Karte? Okay. Und dann nochmal die rechte Brücke. Diese. Ja. Mitten durch da, oder was? Was heißt mittendurch? Ich glaube, da auf dem Felsen, wo das Konstrukt ist, ist eine Truhe. So kommen wir eigentlich in dieses Lager rein. Da komme ich mit dem Pferd auch nicht weiter. Das sah so, oh ja, da war halt der Stein. Geh mal den Stein da hoch jetzt. Geh doch selber. Ja, moin. So, der ist tot. Nee, der ist unten. Der ist nicht tot. Der ist tot. Der hat noch halb Leib. Dachte, der ist im Wasser gelandet. Erstmal die hier. Große Sonar-Energiesphäre. Ja, warum nicht? Los, brav. Okay, der ist schon mal tot. Ich glaube, das mache ich auch. Könnte ins Auge gehen, Vorsicht. Wieso nicht ins Wasser? Komm schon. Bin nicht wieder ran. Das war zu viel. Die hatten 8 Herzen. Dann ist das so. Das ist dir auch schon passiert. Ich glaube, wir sind hier total falsch. Ich glaube, wir müssen ganz woanders längs. Das ist ja praktisch. Nein. Das wird da nicht rüberkommen. Wo ist der Heim? Da.